So, ich grüße euch. Ich will mal wieder gucken, ob es bei Rust mal was zu verkaufen gibt, beziehungsweise ob es sich lohnt, irgendwas zu verkaufen. Ich habe immer noch den alten Shit wie immer. Oh, 3,16 €. Ah, ich will ihn einfach nicht verkaufen. Ich kann es immer wieder nur sagen. Auch das hier zu geil. Oh, episch. 2,42 € will ich auch nicht verkaufen. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, meine geile Maske. Meine geile Frankenstein-Maske. Ich liebe meine Frankenstein-Maske. Ich habe sie letztens einem Kumpel gezeigt. Der fand sie auch witzig. 3,46 € Space Invaders. Frankenstein-Revolver schon ab 3,50 €. Oh mein Gott. Langsam aber sicher würde er sich lohnen zu verkaufen. Dieses Ding hier zum Beispiel ab 1,75 € würde sich jetzt lohnen zu verkaufen, glaube ich. 1,75 €, dann will ich 1,53 € kriegen. Ich habe bezahlt 1,30 €. Ist jetzt nicht so der Mega-Gewinn, aber ich habe sie auch noch nicht so oft benutzt und außerdem will ich mir noch eine andere kaufen, um ehrlich zu sein. Ja, hier ist wieder mein Reinfallofen. Den kann man vollkommen vergessen. Das Tor geht, das ist okay, da kann man nichts sagen. 2,07 €, aber das behalte ich, weil ich es halt super geil finde. Mit diesem Biohazard-Zeichen drauf. Ich würde die gerne verkaufen, aber 1,41 €. Das bringt mir noch nichts, das gute Stück. Und was ist die? Sogar die ist schon höher bei 1,58 €. Die habe ich mir letztens erst gekauft, aber. Ich finde sie so geil. Oh, die Armut da ist bei 1,50 €. Ich glaube nicht, dass sich verkaufen lohnt, um ehrlich zu sein. 1,57 €. 1,50 €. Oh, wow. Nö, danke. 1 Cent Gewinn ist mir dann doch zu, zu wenig. Dann behalte ich die erstmal. So, die Kiste habe ich geschenkt bekommen. Deadman's Chest. Ich weiß nicht warum. So, hier haben wir meine beiden Öfen. 1,34 €, na toll. Aber die behalte ich, die steigen auch, weil sie einfach nur ein bisschen eigenwürdig aussehen. Die habe ich gekauft letztens erst. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe, aber ich fand die so witzig. Ich musste sie einfach nehmen, weil sie sieht so schön aus. Sie hat überall Herzchen. So, wo steht der? 1,91 € stand auch schon bei über 2 €, aber die behalte ich auch noch, die Axt. Und die Valentine-Store, die habe ich für 1,30 € gekauft. Die auch für 1,30 €. Aber das reicht mir noch nicht so. Das lohnt sich verkaufen einfach mal gar nicht. Aber wir können ja mal gucken. Weil jetzt habe ich die eine ja drauf gesetzt. Aber dann würde ich gerne die hier haben. Die Kiste. Die sieht auch mit diesem Totenkopf auch sehr cool aus. Die werde ich in den Warenkorb legen. Zur Kasse. Autorisieren. Da bin ich. So. Und schon habe ich wieder einen neuen Gegenstand gekauft. Ja. Aber sonst ist auch nichts Geiles auf dem Markt. Also ist jetzt nicht so besonders. Die ganzen Plates und so. Ulrich Door, Double Ulch, Pipe. Nö. Sehen nicht geil aus. Ja, das war's auch schon mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö.